Part 4 von Tohu 6. Scheiße, ich hab... Sperre benutzen. Nein, ich hab mich verdrückt. Kacke. Scheiße. Dann nimmt man mal die Finger von der Tastatur und dann verdrückt man sich. Puh. Da ich die Befürchtung habe, dass meine Festplatte gleich voll sein wird. Wenn nicht, ja. Denke ich mal, ich muss ja dann die Platte leeren und dann muss ich bis hierher wieder neu spielen, weil man kann ja nicht irgendwie Safe State setzen und dann von vorne machen. Wieder weitermachen. Das geht hier leider nicht. PC-Spiel, von daher wird das ist das hier nicht so ganz glücklich. Boah, jetzt hab ich mich verdrückt, dass ich da was reingezogen. Boah. Dass ich dann, wenn die Platte wieder halbwegs leer ist oder wenn da mehr Platz drauf ist, dass ich dann scheiße wieder hierher spiele. Ich will meine PS wieder haben! Ja, seid ihr denn behindert oder was? Wenn ich hier überhaupt durchkomme, ne? Das ist auch ein Phänomen. Bei den Bossgegnern manchmal verliere ich keine Leben. Was wird denn das jetzt? Aber bei den Gegnern davor. Wenn sowas hier auf einen abregnet, dann kann man schon mal was verlieren. Hallo, du da. Wer bist denn du? Wow, was machst du vor allem? Ah, scheiße. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Ich wechsle immer links und rechts. Los, geh mal. Eine extra Bombe. Gib mir die Bombe. Danke. Ich habe wieder 4 Bomben. Wie kommt das? Weil ich ein Leben verloren habe oder was? Ja, episch. Es wäre viel zu schade, den Spielstand jetzt wegzuschmeißen, wenn die Platte voll ist. Wenn ich rauskäme aus dem Spiel. Aber ich. Das geht nicht. Normalerweise kann ich immer, habe ich immer eine Taste, mit der ich auch aus dem Spiel rauskomme. Und dann auf die Festplatte gucken kann. Aber ist mir irgendwie hier nicht gegeben. Ich muss das Spiel schon ganz beenden. Was macht ihr denn da? Seid ihr behindert? Ey! Scheiß Dinger. Ja, ich, hallo! Wie um alles in der Welt soll ich da rauskommen? Das ist mal im Ernst. Kann man die Dinger kaputt machen? Ich glaube nicht. Aber das andere Zeug hier. Geh mal kaputt dann, Ziege. Du auch da, du kleine Mistvieh. Power! Ach, ich bin ja schon voll! Oh. What am I doing here? Fuck! I want to catch things. They're falling from the sky. Ach ja, genau, wenn man nach oben fliegt, was ja sehr gefährlich ist, dann wird alles, was auf dem Bildschirm noch ist, eingesammelt. Schaut mal hin. So. Auch wenn es nach unten fällt halt, ne? Das ist halt sehr gefährlich, das wird man echt mit Bedacht machen, wenn halt gerade nichts da ist. Wow. Mal, geht's noch? Ist das Level mal vorbei? Oder dann kommt mal die Hexe hier, die mich besiegen will. Aren't there any windows in this house? And doesn't it look a lot bigger from the inside than it did outside? The one in red, white, over there. Don't run amok in my studio. Studio? Red, white? The girl of knowledge and sunshade, patchouli knowledge. The books here are worth all... Ich kann sie nicht lesen. My shrine rarely has any visitors throughout the whole year. Oh, then I guess it's worth nothing. But really, can you actually read in such a dark room? Unlike you, I'm not bird-eyed. I'm not bird-eyed, dang it. No, I mean, are you the master of this house? What do you want with the mistress? She's raising too much mist. It's kind of troubling. Then I absolutely cannot allow you to see the mistress. I won't let you get in my way. By the way, who are you? Arrogante kleine Bitch. Oh nee, hallo. Oh Gott, ich glaube, die habe ich... Bei der bin ich, glaube ich, verliebt, dass ich das erste Mal den Sechser gemacht habe. Wegen ihren beschissenen Strahlen. I
Alter, die Form mag ich gar nicht schon. Hör auf mit den scheiß Strahlen, Alter. Scheiße, Mann. Blöde Kuh, ey. Meine Power, du Blöde. Sterb mal. Hör mal die Strahlen auf die scheiß Kuh. Mann. Oh, dann diese Kugeln hier. Ich gebe auf. Ich mach keinen Fokus. Ich hau einfach. Ich schlag einfach so zu. Wenn ich sterbe, ne, dann sieht das aber mal richtig aus. Boah, hör auf mit den Strahlen, ich bitte dich. Du kannst vieles anderes machen, aber die Strahlen irritieren total. Ich schmeiß zur Feuerbälle. Halt unken! Ne, das war was anderes. Das ist das in die Luft springen. Down, geh down! Letzter Lebensbalken, dann ist die auch weg. Trotzdem schon ein Leben, sondern was schlecht ist. Ich hab noch zwei Bomben, könnte ich noch zünden, wenn es eng wird. Eigentlich geht's. Also, ich hätte Strahlen haben mich gerade ein bisschen gestört. Als ich das damals beim Flying Yoshi gesehen habe, als er hier zu Besuch bei mir war, habe ich gedacht, what the fuck ist das für ein Spiel? Ich wollte es nie spielen. Dann hat es der liebe gute Marcel gemacht im Livestream und dann wollte ich es auch spielen. Was this mansion really so big from the outside? There is someone here who likes to play with time and space. Level geschafft, yes! Wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Tohu. Bis dann!